So Leute, willkommen bei Geras Manöverblog. Heute bin ich wieder mit Junior aktiv. Und zwar haben wir ein schönes, großes Packerl gekriegt von Revel. Passend zur Weihnachtszeit. Was ist da drin? Wir haben schon kurz reingeschaut. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Hast du nicht reingeschaut? Dann schauen wir mal rein. Hm? Was ist da drin? Mach's einmal auf. Spielzeug. Ja, Spielzeug ist einmal richtig, ja, aber ferngesteuertes Spielzeug, oder? Passend zu uns, ne? Haben wir da einmal einen Fan-Traktor mit Anhänger, mit Frontlader. Okay, ja, passt. Was ist denn da drin? Oh. Ein Bagger. Hast du da hin? Ja, ein ferngesteuerter Bagger. Ja, Details schauen wir uns jetzt dann genauer an. Papa, die Katze ist okay, die Katze hat sich wieder einen Platz gesucht. Servus, Maxi. Sie versteckt sie. Die ganzen Abmessungen: der Bagger hat jetzt 115 mm Breite, 400 mm Länge, 200 mm hoch. Zum Fahren braucht der Bagger 4 1,5 Volt AA-Batterien. Diese hier werden benötigt. Ich habe gerade gedacht, wieder bei AA gesagt habe. Und für die Fernsteuerung wird ein 9 Volt Block benötigt. So, ja. Die Funktionen, die der Bagger kann. Was ist mit dem RC-Digger los? Was ist mit dir los da? Ha. Sollst du das sabotieren, unsere Aufnahmen da, ha? Was? Hm? Was ist los mit dir, ha? Du, kleiner Krawattel, du. So, jetzt haben wir den Rail Control Bagger ausgepackt. Ich sag, was ihr hier am Tisch seht, ist der Lieferumfang. Und zwar ist eben der Bagger dabei, die Fernsteuerung mit 40 MHz, ein kleiner Flyer von Revel ist dabei und die Bedienungsanleitung vom Bagger ist dabei. Der Junior macht kurz auf. Okay, da sind die ganzen Fahrzeuge drinnen, die es gibt. Okay, die Bausätze. Okay, super, danke Gerald, ist recht schon. Dann haben wir jetzt die Anleitung. Schau mal, ob es hier Deutsch drinnen gibt, Gerald. Oder ob das jetzt nur in Englisch ist. Da bleibt am Tisch, bitte. Da ist gleich Deutsch. Ist gleich Deutsch, okay, passt. Müssen wir jetzt die Batterien einlegen. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang dabei. Mit dem Randl oben rein, genau, so, jetzt passt. Können wir nützlich machen? Dass du umdrehst. Yeah. Okay. Vier Stück. AA-Batterien rein. So. Und dann nehmen wir den Deckel drauf. Und dann machen wir die erste Testfahrt gleich. Ja, danke Geri. Da schalten wir mal. Was schalten wir immer als erstes ein? Die Fernsteuerung. Gibt es da einen Einschalter oder schalte ich das selber ein? Einschalter. Schalte den Bagger ein. Dann schalten wir den Bagger ein. Das haben wir auspackt, den Traktor mit Anhänger. Lieferumfang dabei ist wie gesagt der Traktor mit dem Frontlader, die Fernsteuerung mit 44 MHz, mit Lenkradoptik.
Der Anhänger ist dabei. Und Ladegurt. Und Ladegurt ist dabei. So Steine, zeig mal in die Kamera. Da ist Steine, die Mossi-Batterien. Dreimal AAA-Batterien. Vier Stück, ja, für den Traktor. Vier Stück für den Traktor und eine wieder für die Fernbedienung. Und eine brauchen wir wieder für die Fernbedienung. Ich sage, die Batterien sind nicht dabei, ansonsten ist alles dabei. Und ich sage, der Traktor mit dem Anhänger kostet ebenfalls 29,99 €. Wie gesagt, ist Richtung Spielzeug eh auch. Und jetzt bauen wir da die Batterien rein. Kamux. So, und da kommt jetzt die ganze Lade raus. Und da kommen jetzt die 1, 2, 3 brauchen wir da noch. Okay. Da kommen jetzt die drei Stück, diese AAA-Batterien rein. Die Dreifach-A-Batterien kann man da rein. Okay, wirklich nur drei Stück. Bin gespannt, wie lange er mit drei Stück fährt. So. Dann kommt das Ganze da wieder rein. Ja, und dann schaut man das Ganze wieder zu. Kommt beim Anhänger. Achso, der Anhänger geht. Na, der Anhänger wird da angesteckt, Gerald. Stecken wir das Ganze mal an. Wieder so wie beim Bagger. Okay. Man sieht wieder das Plus und das Minus. Passt, na gut. Und dann. Da sieht man ja schon, dass das Lenkrad ist. Man sieht ja, da ist der Vorwärtsknopf. Und da rückwärts. Also vor und zurück. Das ist der Frontlader. Wenn man rauf drückt, dann fährt er rauf. Und da sieht man ja wieder noch, dass da die Sperre ist. Und wenn man runter drückt, geht er runter. Und dann da hinten sieht man ja die zwei Knöpfe. Der ist für den Anhänger, dass er ablädt. Ja. Falscher Knopf, der. Okay, weiter geht er nicht hin. Ja. Ja, ist ja ein Problem mit den größeren Steinen. Da bleibt er hängen. Ja, aber die Steine können da nicht wirklich rein. Ja, da kann man abschleifen. Da kann man dann einen Kaffee oder was rein. Machen wir 60 Gramm rein. Schauen wir, ob es da hebt. Na, gell? 60 Gramm, da hebt er nicht. Machen wir das, dann nehmen wir jetzt 40 oder so. Nehmen wir die. Der hebt auch nicht. Warte mal. Machen wir mal. Das sind 5 Gramm, 10 Gramm, 15 Gramm, 20 Gramm. Liegen lassen, Leon. Ja, das sind jetzt, wir sind jetzt 15, 20 Gramm. Wir mal. Runter. Okay, 20 Gramm backt er. Dann nehmen wir noch 10 drauf. Haben wir 30 Gramm. Genau. So, jetzt haben wir noch 10 Gramm drauf. Haben wir 30 Gramm. Naja, 30 gar nicht mehr. Also der ist ein bisschen schwächer. 30 Gramm hat er ein Problem schon. Dann machen wir 25 Gramm. Gehen dann wieder rein. Wieder mal oben. 25. Dann nehmen wir nochmal 30. Jetzt schon. Okay, mal 30. Okay, ja, 25 bis 30 Gramm, der hebt er. Also eine feuchte Sandladung oder so wieder nicht erheben. Kannst du. So, jetzt schauen wir mal, was er für Kraft hat. Ich halte mal den Hänger fest, gebe mal Gas. Ja. Ja, Hinterradantrieb, das ist rutschig, ja, aber einmal so. Ja, Kraft hat er. So,
So, das war ein kleines Modellblock, das Unboxing mit den zwei Revell-Kontrollfahrzeugen, einmal der Bagger und einmal der Traktor mit dem Anhänger. Alle technischen Details dazu findet ihr auf meinem Blog unter www.rc-modellbau-blog.com. Schaut rein, lasst mal ein Like da. Wenn euch das Video von mir und von meinem Junior gefallen hat, einfach Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt zu den Fahrzeugen, einfach einen Kommentar reinschreiben. Jetzt haben wir, was haben wir jetzt? Danke fürs Zuschauen. Ja, dann schau in die Kamera und sag's nochmal. Tschüss. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Baba.